Sonnenklar TV live vor Ort. Ich habe es Ihnen vorhin schon erzählt, liebe Zuschauer, ich bin ganz beseelt. Ich war ja jetzt gerade eine Woche unterwegs, habe ein bisschen Frühlingssonne genossen und insofern bin ich auch ein bisschen neidisch auf die Kollegen, die jetzt gerade auf Mallorca sind, auf der Event-Finca. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, es riecht hier nach frisch gebratenem Fleisch, es riecht nach gebratener, frischer Dorade. Ich habe so ein bisschen Mandelkuchen-Geschmack, nicht nur in der Nase. Und ich weiß, alles das und noch viel mehr gibt es heute Abend bei euch, mein Lieber. Und du stehst mit dem Chef des Hauses da. Ich sehe es mit dem Jens. Erzähl doch mal, und ich sehe auch sonnenklar Zuschauer, erzähl doch mal, was bisher bei euch passiert ist und was im Laufe des heutigen Abends noch geboten wird. Ulf, mein Lieber, wunderschöne Grüße aus Mallorca zu euch nach München. Ja, und du riechst es schon richtig. Ich wusste gar nicht, dass Sonnenklar TV auch Riechfernsehen hat, also dass es bis zu dir kommt. Und wir haben richtig, seit 16 Uhr stehen hier alle Sonnenklar TV Zuschauer am Grill. Über 20 sind mittlerweile auf der Sonnenklar TV Küchenparty live aus Mallorca. Und das machen wir in diesem Jahr viermal mit dem lieben Jens. Bist du dir sicher? Und der sein Eventfinger hat auf Mallorca und unter anderem Grillmeister ist. Du bist wirklich ein richtiger Grillmeister. Also, was du bis jetzt gesehen hast, und ich glaube, die anderen können ja das bestätigen, es hat bis jetzt alles funktioniert. Und das reicht schon manchmal aus, um Grillmeister zu sein. Ja, ja, ja. Nee, da ist schon viel Arbeit dahinter, da ist schon viel. Ja, über zehn Jahre bin ich da irgendwie schon mit der Hand am Grill. Ja? Ich liebe Mallorca. Wir sind hier in Porto Colom, Fischerhafen. Also hier gibt es wirklich richtig frischen Fisch, der auch auf dem Grill ist. Und du warst die Kategorie Dorade heute Abend, oder? War super. War super. Vor allen Dingen die Mandeln zu den Doraden. Also wir haben eine grüne Salsa gehabt. Super. Erklär mal so ein bisschen für die Sonnenklar-TV-Zuschauer, wie ist es hier bisher heute Abend abgegangen? Klasse. Klasse Team. Es macht richtig Spaß und ja, ihr kriegt es ja selber mit. Vom Feinsten. Jens, also für meine Frau zu Hause, die jetzt am Fernsehen ist, die man wahrscheinlich hasst, ist Grillen Bratwurst. So, aber hier gibt es heute Abend gar keine Bratwurst. Also wenn für deine Frau Bratwurst beim Grill, dann solltest du dir mal Gedanken machen. Nein, Bratwurst haben wir natürlich gar nicht. Also wir haben ja ganz viel verrückte Sachen gemacht. Wir haben einen Lammburger gemacht, wir haben die geilste Dorade gemacht überhaupt. Und die haben wir so einfach zubereitet. Das kann wahrscheinlich dir jeder bestätigen hier. Es ist halt einfach. Jetzt sind wir gerade irgendwie kurz vorm Hauptgang. Es gibt gleich ein Steak. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier mal zeige, ich wünschte mir jetzt, ich könnte sehen, wie mancher Papa jetzt zu Hause vom Sofa aufspringt und schaut. Das ist so Tri-Age, sagt euch was. Das ist jetzt von Weihnachten an bis jetzt Tri-Age. Das machen wir jetzt gleich bei 800 Grad im Grill. Und wenn ihr hier sein könntet, ihr würdet es schmecken. Wir kriegen das alle mit. Es wird, glaube ich, sensationell. Wir machen, heute ist die erste von Sonnenklar TV Küchenpartys. Wir grillen heute an, davon kommen noch drei, die nächste ist am 25.05. Aber auch wer sonst auf Mallorca ist, kann das erleben bei dir. Also der kann nicht nur die Grillpartys bei uns erleben, der kann auch ganz viele andere Geschichten erleben. Zum Beispiel machen wir jetzt dieses Jahr ganz neu, völlig irr, jeder macht irgendwie so einen Kurs. Wir haben uns überlegt, wir machen noch einen Bierbraukurs. Ich habe einen Freund hier auf der Insel, der hat so einen Balkon, das ist irgendwie so 2 auf 5 Meter, da braut der Bier, da denkst du, das ist eine Großbrauerei. Das schmeckt so richtig cool und mit dem gemeinsam haben wir gesagt, komm, wir probieren das mal aus. Anfang Mai, am 2., glaube ich, machen wir den ersten Bierbraukurs auf Mallorca. Ich glaube, da sind wir auch ziemlich der Einzigen. Also es wird richtig cool, es wird jede Menge verkostet und ihr kriegt so alles Wissen, was ihr braucht, egal ob ihr mit einem Kochtopf kocht oder mit der höchsten Hightech-Maschine, das wird richtig cool. Da bin ich dabei und ein paar Meter von hier wohnt Karl Petzmann, ich glaube, der kommt auch. Der kann nicht mit der Bierkarre nach Hause fahren, weil laufen ist dann nicht mehr, ne? So, was habt ihr denn gegrillt zum Beispiel? In welchem Team warst du? Team Burger. Lammburger gab's. Lammburger, genau. War alles lecker, super. Hat allen, glaube ich, geschmeckt, ne? Ja. Und jetzt aber mal. Es geht weiter, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Sonnenklar-TV grillt auf Mallorca und am 25.05. ist die nächste Grillparty. Wer Lust hat, einfach mal schreiben an events@sonnenklar.tv. Die Mädels, die tragen das ein und kommen vorbei. Und ansonsten mal auf deine Internetseite schauen. Sag ich ja, hier unten steht sie. Einfach mal auf die Internetseite schauen, mal schauen, was da alles noch für Termine drinstehen. Unsere kulinarische Reise, der Bierbraukurs, unsere Grillkurse und sonst noch ganz viele spannende Sachen hier auf Mallorca und in Deutschland. Also einfach mal reinschauen und vorbeikommen. Einfach vorbeischauen. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, mit Jens haben wir noch ganz, ganz viel mehr vor, demnächst auf Sonnenklar-TV 21.30 Uhr. Mehr von uns, live aus Mallorca.
Das wäre meine Frage gewesen. Darüber freue ich mich dann sehr und bin sehr gespannt, was ihr dann zu berichten habt. Ich winke mal fleißig zurück und wünsche euch noch ganz, 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 ganz viel Spaß. Ja, liebe Zuschauer, auch solche wunderbaren Dinge machen wir für Sie. Und wenn Sie Lust haben, da mal mitzumachen, gucken Sie einfach mal auf die Webseite. Gehen Sie auch mal auf die Webseite von der Eventfinker, eventfinker-mallorca.com. Also das sind ganz launige Stunden, die man dort verbringen kann. Bei uns geht es natürlich weiter mit den schönsten Urlaubsreisen der Welt.